läuft weiter, wo der Draht endet. So bewirbt Siemens den Vectron Dual Mode. 2018 hat Siemens die 2-Kraftlok vorgestellt. Der Dieselmotor leistet 2400 Kilowatt. Ausreichend auch für solche Leistungen. Rund 3000 Tonnen hängen hier in Mühlberg am Haken. Der Kieswagenzug ist nach Berlin unterwegs. Ab Neuburgsdorf wird er elektrisch fahren. Seit 2021 sind 2 Dual Mode bei ITL zugehörig zur Captrain-Gruppe im Einsatz. Inzwischen hat sich auch die DB für den Vectron Dual Mode entschieden. Allerdings nur für die Light-Version, die deutlich weniger Leistung hat. Bei Rail Systems sind die ersten beiden Vectron Dual Mode 248001 und 002 untergekommen. In Röblingen am See wird aus dem Anschluss zum Romontaberg rangiert. Seit 2020 setzen auch die Mindener Kreisbahnen auf die 2-Kraftlok. Eine regelmäßige Leistung sind die Kesselwagenzüge von Stendel über Nienburg zum Oxinova-Werk in Steierberg. In Nienburg zweigt die Strecke nach Steierberg ab. Für die Weiterfahrt wird auf Dieselbetrieb umgestellt. Der Stromabnehmer wird gesenkt und der Dieselmotor gestartet. Vor der Abfahrt ein letzter Kontrollgang. Der Leiter Vorplanung bei der MKB, Nanning Brüßhaber, hat heute die Lok aufgerüstet. Welche Leistungen werden denn mit diesen Lokomotiven hier fahren? Wir fahren mit diesen Lokomotiven unsere eigene Leistung von Steierberg nach Stendel, als auch Spotleistungen am Markt, hauptsächlich auf den Relationen, die halb Vor- oder Nachlauf im Dieselbereich haben, so Wilhelmshaven, Berlin, die verschiedenen Anschlüsse. Leipzig, im Prinzip alles, was früher die Bespannung mit 2 Lokomotiven notwendig machte und heute mit einer Lokomotive zum sehr guten Preis für den Endkunden durchführbar ist.
Lokführer Johannes Klahn hat die Maschine übernommen. Im Diesel-Mode wird mit mäßiger Geschwindigkeit gefahren. Die Strecke ist bereits seit 1996 stillgelegt und wird nur noch für den Güterverkehr zur Versorgung der Firma Oxinova in Steierberg genutzt. Gleich zweimal wird der Flusslauf Große Aue überquert. Neben der deutlich stärkeren Stadler Eurodual gibt es mit dem Vectron Dual Mode eine vierachsige Zweikraftlok. Das Antriebsprinzip ist das gleiche. Ein Dieselmotor treibt einen Generator zur Stromerzeugung an. Unter Fahrdraht sind die Maschinen dann reine E-Loks.